Oh, da ist einer. Mach den weg. Das muss ein Surface King sein. Schaffen wir den? Noch einer. Hallo und herzlich willkommen zu Ark Aberration. Ups. Wir sind hier wieder unterwegs mit Zora und natürlich Shiny, ist ja klar. Shiny könnte immer wieder das Licht anmachen, ne? Denkt ihr, Shiny? Und wir sind ja in unserer Metall-Location bei Angelika. Ich habe schon wieder ein bisschen Metall gesammelt und schmelze es jetzt ein. Und ich glaube, wir gucken uns heute mal wieder die Oberfläche an. Im Moment ist es jetzt 10.40 Uhr, das ist ein bisschen ungünstig. Ich hätte vielleicht doch kein Metall sammeln sollen. Das hat jetzt praktisch die ganze Nacht gedauert, aber was will man machen? Wir warten jetzt den nächsten Tag ab und dann kriechen wir hier in die Höhle und schauen uns dann die Oberwelt an. Wir sind hier bei GPS-Location. Für alle, die es interessiert, die Höhle ist bei 26,9 und 63. Da ist der Eingang zur Höhle. Die kennt ihr ja schon. Hier waren wir schon öfter unterwegs. Da ist sogar schon unser Seil gespannt und wenn wir aus dem K-Mode rausgehen und das Ding wegstecken, dann sollten wir da wieder hochkommen. So. Und dann können wir hier in Richtung Oberwelt segeln. Ja, fast. Da wollen wir lang. Das sieht super, super cool aus hier tagsüber. Ist vielleicht gar nicht mal so doof, hier auch mal tagsüber vorbeizuschauen. Das sieht nämlich echt crazy aus. Morgens scheint hier die Sonne rein. Jetzt blendet es einfach nur total. Da sind auch überall unsere Seile gespannt. Wir waren ja schon mal oben mit einem... Ich weiß nicht mehr mit wem, mit Survivor, glaube ich. Also mit so einem Hund, mit einem Ravager. Und hier scheint auch die Sonne rein, so ein bisschen. Die ist aber ungefährlich. Tut uns nichts. Ja, und das war mega fies da oben. Da hat uns gleich wieder so ein Reaper Surface King angegriffen. Es gibt jede Menge unterschiedliche Reaper Kings, wie es aussieht. Also hier oben gibt es die Reaper Surface Kings und unten in den anderen Biomen, ich glaube, in dem Elemental-Biom da unten, ne? Da gibt es dann die Reaper Subterranean Kings, oder wie die heißen. Die sind wohl ein bisschen schwächer. Da haben wir, glaube ich, auch noch keinen gesehen. Ne? Die kommen, glaube ich, nur, wenn man die Nameless zu lang leben lässt oder so. Sonst trifft man die, glaube ich, gar nicht. Oh, ist das hell. Ja, und wir legen uns jetzt gleich mit den richtig fiesen an. Da klettern wir einfach hoch und segeln dann da draußen rum. Wir müssen aber die Nacht abwarten, weil die Sonne wird uns wahrscheinlich sofort töten. Die verbrennt uns, soweit ich weiß. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, ich will das auch nicht ausprobieren. Ist jetzt nicht die perfekte Zeit. Im Moment haben wir 50 Tag, 50 Nacht. Die beste Zeit wäre natürlich, wenn wir hier 90% Nacht haben. Aber das dauert wieder ziemlich lange, bis es soweit ist. Das nächste Mal, wenn wir 90% Nacht haben, dann gehen wir, glaube ich, mal wieder da raus und gucken uns die Oberwelt an. Aber ich will es jetzt endlich mal wieder sehen. Und ich glaube, wir hatten vor kurzem 90% Nacht. Also es wird noch sehr lange dauern, bis wir das wieder haben. Und so lange möchte ich nicht warten. Okidoki. Ich sitze das mal aus und dann gucken wir uns gleich da oben um. Auf geht's. Wir haben jetzt 20.15 Uhr. Und ich würde sagen, das reicht. Da oben sieht es ziemlich dunkel aus. Jetzt klettern wir mal da hoch. Oh. Sieht gut aus. So, wir müssen tierisch auf die Uhr aufpassen. Hä? Oh, die Kante ist irgendwie schwierig zu beklettern. Und dann gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Hier gibt es auf jeden Fall Element-Ore, also dieses Element-Erz. Ich glaube, hier in der Ecke gab es das, ne? Ja, ich glaube, das ist es. Da können wir wieder was mitnehmen. Ja, mal gucken, was wir hier noch so finden, ne? Ich habe keine Ahnung, was es hier alles gibt. Oh, oh. War das so ein Reaper King? Ich sehe nichts. Also, ich weiß nicht. Oh, doch, da ist ein Viech. Das muss weg. Ich glaube, der war gar nicht böse, oder? Aber irgendwie hat er Geräusche gemacht. Okay, jetzt ist er auf jeden Fall weg. Das sieht super cool aus, dieses Element-Ohr. Ist noch ein bisschen Metall dabei, Stein. Und ich glaube, das ist alles viel zu schwer für uns. Nehmen wir mal eins mit.
Okay, das reicht. So. Ja, wir können nur ganz wenig mitnehmen. Zora hat 760 Gewicht. Das nehmen wir mit, Metall. Wir nehmen das einfach alles mit bloß auf den Stein. Stein nehmen wir nicht mit. Okay. Gibt's da irgendwas zu sehen? Ich weiß nicht, ob die klettern können, die Reaper. Wenn die nicht klettern können, dann sind die ja sowieso eigentlich keine Gefahr für uns. Mal schauen. Wir müssen uns so ein bisschen merken, wo wir hier wieder rauskommen. Nicht, dass ich dann kurz vor Tagesanbruch suche und nicht finde. Das wäre nicht so gut. Da ist ein Drop. Die Drops sollen extrem gut sein hier draußen. Oh. Das ist irgendwie ein bisschen creepy alles. Wo geht's denn hier hin? Licht. Oh, da ist einer. Mach den weg. Das muss ein Surface King sein. Schaffen wir den? Noch einer. Ja, easy peasy. Oh, was ist das? Was? Acidic Blood? Oh oh, ich nehme böse Schaden. Wir stehen, glaube ich, in der Wolke oder so, oder? Komm ich hier weg? Ja. Oh. Ich wollte eigentlich da unten weiter. Okay. Nix wie weg da. Das war irgendeine Giftwolke. Super komisch. Oh, Seeker? Also diese Giftwolken, die kenne ich noch nicht. Und die sind wohl auch böse, wenn wir Rüstung tragen. Ich trage ja das komplette Rüstungsset. Das ist mega komisch. Wie spät ist es? 21 Uhr. Wieso ist es so hell? Mann, ist das creepy hier oben. Machen wir weg. Das nehmen wir mit. Oh, Schuhe. Apprentice. Gute Qualität. Aber nicht wirklich nützlich. Ja, lass es dir schmecken, Zora. Die sind also ganz gut zu besiegen. Die Kings. Wo ist der jetzt hin? Ist er das? Ja, das ist er. Aber man sollte nicht in diesen Wolken stehen bleiben, die die machen. Ist auch ein Level 16er. Okay, die gehen ganz gut. Oh, der hat auch so eine Wolke gemacht. Immer wenn sie sterben oder so. Okay, jetzt wissen wir es. Und haben die irgendwas dabei? Ich glaube nicht. Ich habe nichts gesehen. Die droppen nichts Spezielles, außer Spitzhacken, scheinbar. Da gibt es ganz viel Erz. Oh, da ist der nächste. Also gibt es auf jeden Fall ziemlich viele. Noch einer. Das sieht super cool aus, alles. Ein 88er. Das war der Seeker, ne? Down! Sie machen schon ziemlich böse Schaden. Komm schon! Mach ihn weg, Zora! Oh, immer wenn sie sterben, machen sie diese Wolke. Ich wollte mich eigentlich mal hier oben so ein bisschen umschauen, aber hier sind so viele Reaper Kings. Ja, die buddeln sich da überall ein und aus. Mann, sind es viele. Kommen wir hier hoch? Sind wir da sicher? Ja. Halb. Fast. Oh. Ich wollte ein bisschen Stamina recken. Nicht so einfach hier. Okay. Hier sind irgendwelche Säulen. Seeker. Mann, ist hier viel los. Lass mich jetzt kurz Stamina recken. Uhrzeit? 21.30 Uhr. Wow. Da steht wieder so eine Note. Also hier oben kann man sich ziemlich verfliegen, glaube ich. Ich fliege mal ein Stück zurück. Ah. Das ist ein Obelisk hier, oder wie? Den kämpfen wir uns mal schnell frei. Komm ich raus, irgendwie? Ah. So halb umdrehen. Der Wendekreis macht mir ein bisschen zu schaffen. Oh, wir nehmen schon ganz schön Schaden. Der ist weg. Der muss auch weg. Wow. Wir sind gleich Hälfte HP. Oh, macht der viel Schaden.
will hier raus und weg. Will nicht mehr. Ist das ein Alpha? Was ist das für ein Viech? Wir hauen jetzt ab. Und zwar setzen wir uns mal kurz dahin und regen Stamina. Ist hier sicher? Ich hoffe es. Okay, das ist ein bisschen zu gefährlich. Die sind schon ziemlich böse für die Rock Drakes. Oh. Der Seeker kommt. Okay. Fliegen wir mal ein Stück zurück, dass ich nicht die... dass ich mich nicht verlaufe und verfliege hier. Das wäre nicht so gut. Sind wir hierher gekommen? Ich glaube. Ich muss jetzt erstmal wieder den Weg nach Hause finden. Ja, und wir sollten uns nicht mit jedem Reaper King anlegen. So ein, zwei Stück gehen ganz gut, dann verlieren wir langsam zu viel Hitpoints. So, reck mal hoch, Zora. Go, go, go. Bisschen was essen. Okay, Stamina ist voll. Sind wir hierher gekommen? Oh. Ich habe jetzt ein paar Stunden Zeit, um wieder den Weg nach draußen zu finden. Es gibt aber, soweit ich weiß, mehrere Wege. Also wir werden definitiv irgendeinen finden. Ne, hier sind wir, glaube ich, nicht hergekommen. Sieht eigentlich alles ziemlich unwirtlich aus. Oh oh, Hunger. So. Nee, falsche Richtung. Ja. Da sind wir hergekommen, ne? Hier sieht's irgendwie bekannt aus. Gut, so von oben findet man sich dann halbwegs zurecht. Und ich denke, hier oben sind wir dann auch sicher vor den Reaper Kings, ne? Genau, da sind wir hergekommen. Bei dieser Ruine. Super cool. Sieht echt super verrückt aus. Ist ziemlich kalt hier oben. Wir haben jetzt 7 Grad. Und ja, Zora ist ziemlich verwundet. Klettern wir mal irgendwo rauf. Dass wir uns das von oben angucken können. Ich glaube, das ist der einzige Obelisk, ne? Mich würde es halt interessieren, ob man da den Boss beschwören kann. Aber da war es schon ziemlich gefährlich in der Gegend. Da hinten ist auch irgendeine Ruine. Wir könnten auch mal zur anderen Ruine rübersegeln. Und uns da umgucken. Machen wir das mal. Also ich habe schon den zweiten Eingang gefunden. Der geht direkt ins blaue Biom runter. Mal schauen, ob wir den wiederfinden können. Den habe ich euch, glaube ich, damals auch gezeigt. Da waren wir mit der Krabbe unterwegs im blauen Biom. Dann standen wir vor dem Eingang hier in die Oberwelt. Irgendwann, ganz plötzlich. Oh. Das sieht ja cool aus. So. Wo geht's denn da runter? Schauen wir mal. Das ist, glaube ich, eine Höhle, die ich noch nicht kenne. Yeah. Wieder so eine Knochen- und Metallhöhle. Wo mag das sein? Und? Okay, ich glaube, das geht hier runter ins blaue Biom. Das dürfte das sein, wo wir unterwegs waren. Dann gehen wir weg. Ja, die Musik klingt nach blauem Biom. Kampfmusik. Und da sind wir. Okay, vielleicht gibt es wirklich nur die zwei Eingänge. Das sind jetzt auf jeden Fall die, die man schnell mal eben findet. Andere kenne ich noch gar nicht. Vielleicht noch ein bisschen Stamina. Wir haben echt wenig Stamina. Aber wir kriegen auch echt wenig dazu. Also das lohnt sich nicht so wirklich zu leveln. Okay, vielleicht gibt es hier irgendwo eine Pflanze zum Hochregen. Das wäre ganz günstig. Bevor wir uns da wieder hochwagen. Wir haben jetzt... Okay, es ist eine Stunde vor Mitternacht. Also wir haben immer noch ein bisschen Zeit, um da oben rumzusegeln. Ich suche mal kurz so eine Pflanze, reck uns hoch. Und dann gucken wir uns nochmal den Obelisken an, was man da beschwören kann. Also den Boss denke ich mal nicht. Vielleicht kann man sich da die anderen Bosse beschwören. Denke ich auch nicht. Ich glaube, es gibt hier auf Aberration nur den Aberration-Endboss, ne? Schauen wir mal. Der Eingang hier in die Oberwelt ist übrigens ungefähr, ja, ganz rechts am Rand der Karte. Kannst du das nochmal kurz auf dem GPS angucken. Und da ist es.
Wir sind jetzt bei 35, 82 ungefähr. Und da geht es dann genauso steil hoch wie bei unserer Höhle. So, auf geht's. Dann segeln wir noch ein bisschen oben rum. Ich habe uns mal komplett hochgereckt. Zum Glück eine Pflanze gefunden. Und jetzt gucken wir nochmal zum Obelisken. Und vielleicht finden wir ja noch einen anderen Ausgang, Eingang, wie auch immer man das nennen möchte. Mal da hoch. Und dann segeln wir darüber. So. Okidoki. Sieht schon super episch aus hier draußen. Dem Riesenplanet. Yeah. Okay. Okay, als erstes mal zum Obelisken gucken. Ich hoffe, dass das kein Alpha war. Ich weiß nicht, ob wir einen Alpha besiegen können. Der hat schon ziemlich viel Schaden gemacht. So viel ist schon mal klar. Da sind wir. Gibt's hier ein Terminal? Sieht so aus, ne? Irgendwas in der Gegend? Nö. Alles gut. Schauen wir mal. Green. Okay. Hm. Da können wir niemanden beschwören. Das ist ein ganz normaler Obelisk. Also hier können wir unsere Dinos hochladen oder runterladen. Transmitter-Slots. Tschüss. Okay. Standard-Obelisk ohne irgendwelche Boss-Beschwörungsfunktionen, wie es aussieht. Da gibt es nichts zum Beschwören. Das sieht auch alles komplett anders aus, als ich das letzte Mal benutzt habe. Okidoki. Gut. Das geht, glaube ich... Oh, da ist wieder einer. Das geht, glaube ich, in der Unterwelt nicht, ne? Bei dem Terminal. Ich glaube, das war ein Boss-Beschwörungsterminal. Nur für den Boss. Ist gar nicht genau. Yeah. Hammer. Hä? Was macht ihr solche Geräusche? Hä? Ich weiß nicht, was das ist. Das klingt komisch. Wir haben jetzt 0 Uhr. Also wir haben immer noch ein bisschen Zeit. Segeln wir mal darüber. Mal gucken, was das für ein Drop ist. Oh. Da links ist wieder eine Ruine. Hier ist eine riesige offene Fläche. Creepy. Super interessant hier oben. Und... Yeah. Da sind wir. Nächster Drop. Stürzen wir uns in die Tiefe. Nee. Also mit Rechtsklick wäre ich da besser runtergekommen als mit Space. Mit Space springt er immer so von der Wand weg. Überall irgendwelche Geräusche hier. Oh. Das war ein guter Loot. Der war richtig gut. der ist High Level hier. Schluss. 56, der hat ganz schön lange überlebt. Das Ding ist mega teuer herzustellen, Ramshackle. Wow. Das ist ultra teuer, mega viel wert. Journeyman, wow. Also hier gibt's gutes Zeug. Und hier war noch eine Ruine, ne? Wo war die nochmal? Müssen wir wieder ein bisschen hochklettern? Ja, da ist eine Ruine. Ist das unsere? Ich glaube, das ist unsere Ruine, ja. Sieht so aus. Also ich habe noch keinen anderen Zugang gefunden, keinen weiteren. Wir haben jetzt 0 Uhr, also theoretisch immer noch so ein bisschen Zeit. Wir sind schon ein ganzes Weilchen hier oben unterwegs. Da geht's runter in unsere Höhle. Okay, wir können nochmal diese Charge Lantern ausprobieren. Das wollte ich eigentlich machen. Setzen wir die vielleicht einfach mal irgendwo hin. Ich glaube, wenn ich das Licht ausmache, kommen sofort die kleinen Nameless überall her. Das können wir mal ausprobieren. So. Weil die Charge Lantern, die hat ja irgendwie nichts gebracht in der Höhlenwelt. Setzen wir die mal hier hin. Oder soll ich das Licht ausmachen? Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich setze sie mal dahin und... Ach, da brauchen wir wieder eine Batterie, die ich nicht dabei habe, ne? Okay. Dann klettern wir kurz da hoch und laden die Batterie auf.
Ja. Ich habe eine Batterie dabei, aber die ist, glaube ich, schon wieder leer, ne? Genau, das Ding. So. Das sollte jetzt aufladen. Hypercharge Node. Ist die besser als die bei uns? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die heißen... Wieso heißt die denn Hypercharge Node? Hm. Vielleicht ist die ein bisschen besser. Wir können uns hier dann auch Element herstellen. Da müssten wir alles für haben. Das kostet aber irgendwie 8 Charge Batteries. Das ist schon ziemlich teuer. Und wir brauchen auch jede Menge Gems. Element Ohr haben wir. Okay, ich glaube, das reicht für einen Versuch. So. Dann gucken wir mal, ob die gut ist gegen die Nameless, diese Taschenlampe. Charge Lantern. Du kriegst Energie. Bam. Und jetzt ist das Ding aufgeladen. Turn on. Medium Intensity. Dann mache ich jetzt mein Licht aus und dann gucken wir mal, was passiert. Shiny darf ein bisschen hochregen. Ja, nichts passiert. Keine Nameless in der Gegend. Das ist ja entspannt. Super cool. Oder? Da ist ein Seeker unterwegs, aber kein Nameless. Das müssen wir wohl in der Unterwelt nochmal versuchen. Das würde mich nämlich schon interessieren, was die Lampe eigentlich bringt. Außer, dass sie ein bisschen leuchtet, natürlich. Na gut, dann macht Shiny jetzt wieder das Licht an. Und wir nehmen die wieder mit. Die Batterie können wir ja nochmal aufladen. Vielleicht finden wir irgendwo so einen Glowbug. Das geht deutlich schneller. Pickup. Dann probieren wir die nochmal in der Unterwelt aus. Okidoki. Und Charge. Okay. Irgendwie funktioniert das mit dem Batterieladen im Moment nicht. Ich weiß nicht warum. Wir haben irgendwie 16 Charge auf der Batterie und wenn ich hier die Glowbugs melke, dann laden sich die Sachen aber nicht auf. Die sind jetzt alle geflohen, weil ich eine entladen habe. Die mögen nicht entladen werden. Hier ist noch eine, die hängt fest. Und? 500 Charge? Ich glaube nicht, dass wir an die rankommen. Ich glaube, die ist da drin gespawnt. Die kann da drin nicht so reinbuggen. Die muss da drin gespawnt sein. Okay, dann stellen wir nochmal die Taschenlampe hierher. So. Bam. Das Ding ist voll aufgeladen. Das stellen wir jetzt an. Shiny, mach mal dunkel. Jetzt. Müssen wir nur noch irgendwo so ein paar Nameless finden. Die sind doch immer da, wenn man sie nicht braucht. Da ist noch ein Scheinhorn. Okay, hier ist eine Nameless Location. Taschenlampe rauswerfen. Oh oh. Und, achso, wir müssen die auch noch anstellen, ne? Den Großen sollten wir nicht so lange leben lassen, sonst wird er noch gefährlich. Shiny, mach mal Licht an, sonst kriegen wir den nicht down. Erwischt. Okay. Licht aus. Taschenlampe an. Nameless kommt. Und? Macht die Taschenlampe jetzt irgendwas? Ja, die brutzelt den irgendwie so ein bisschen. Die hat sich wieder vergraben. Also die zielt jedenfalls nicht automatisch auf die. Ja, der brutzelt irgendwie. Yeah. Okay, das funktioniert. Aber nur im Lichtkegel. Kann man die irgendwie umstellen? Okay, die muss irgendwo hinzielen. Die zielt nicht automatisch. Intensity high. High intensity. Oh. Das ist ziemlich cool. Die fangen dann an zu brennen, wie es aussieht. Da kommt wieder einer. Die müssen wir nur in den Lichtkegel locken. Yeah. Nice. Die graben sich dann sofort ein. Hä? Wieso greift uns der denn jetzt an? Super komisch. Na gut, dann haben wir die jetzt endlich mal ausprobiert. Das ist ziemlich witzig.
Und wir könnten die natürlich auch in die Hand nehmen, ne? Und die Tiere dann... Pick up. Die Nameless dann mit der Taschenlampe abwehren. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Oh, falsch. Pick up. Mit Rechtsklick wirft man die so hin. Und... Oh. Funktioniert irgendwie. Irgendwie macht das was. Genau, buddelt euch wieder ein. Okay. Also man kann die damit verscheuchen, aber man kann sie nicht damit killen, wie es aussieht. Okidoki. Dann würde ich sagen, lassen wir es langsam gut sein. Die Nameless wollen auch irgendwann mal ihre Ruhe haben. Die haben sich jetzt alle wieder ausgegraben. Okay. Ich glaube, wir sind überladen. Machen wir mal das Interface wieder an. So. Okay. Ja, wir sind total überladen. Zu viel Fleisch. Man kann nicht zu viel Fleisch dabei haben, ne? Stimmt's, Zora? Die sehen super cool aus, die Rock Drakes. War mega interessant heute, ein bisschen in der Oberwelt rumzugucken. Ich denke mal, das lohnt sich, um Loots zu holen und um Element Ore zu sammeln. Das ist sicher eine gute Sache. Aber ist auch ziemlich gefährlich da oben. Man sollte auf jeden Fall immer die Uhr im Auge behalten. Nicht, dass es einen dann irgendwann verbrutzelt. Das war heute mal wieder eine Erkundungsepisode. Es gibt immer noch einiges zu erkunden hier auf Aberration. Wir haben noch nicht alles gesehen. Aber ich glaube, wir waren jetzt fast überall, ne? So ein paar Höhlen haben wir bestimmt noch nicht gefunden. Mal gucken, was wir da noch entdecken können. Aber für heute würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.